Und was habe ich jetzt gemacht? Doofe Fragen gestellt. Und warum habe ich doofe Fragen gestellt? Einfach so. Habe ich ganz normal mal was gefragt? Du hast mich ganz normal was gefragt. Anscheinend ja nicht. Für mich kam es auf jeden Fall nicht so rüber. Ja, so sah es jetzt gerade aus. Kannst du dich mal ein bisschen schneller da rauchen? Rauch so schnell wie ich will. Damit wir jetzt mal gehen können. Wenn das irgendwie möglich wäre. Du willst eh noch zu deinen Eltern. Ja, da muss ich jetzt noch hin, ja. Dann aber ja. Ein bisschen mal Gas geben, würde ich sagen, an deiner Stelle. Ja. Mach ich. Ich sehe es. Aha, jetzt geht's ja auf einmal. Perfekt. Dann können wir ja jetzt gehen, oder? Oder nicht? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. So, jetzt kannst du den Leuten mal erklären, was du hier machst. Ich backe jetzt eine Schwarzwälder Kirschtorte und bereite gerade den Boden dafür. Ja, die Kirschen hätte ich gern gesehen. Bitte. Die Kirschen? Ja. Hier. Das sind die Kirschen. Lecker, dass du das in der Hand hast. Sind die doch getrocknet? Ich weiß gar nicht, was ich alles in die Hand nehme. Schon in die Hand genommen habe. Hau ab! Du willst mich aber nicht verarschen jetzt, oder? Was? Lass das Ding fallen! Lass das Ding fallen! Weil das Beste macht einen ganzen Satz irgendwo anders hin. Das kann ich dir immer ganz genau glauben. Wir haben hier kein Feuer. Ja. Yeah. Steckst du sonst in die Hosentasche? Was denn? Lass meinen Kackbollen in Ruhe. Da haben wir gar nichts falsch hingelegt. Doch, wegen dir. Warum? Weil ich es da hingelegt habe und nicht da. Was machst du eigentlich mit dem Sack? Hey, sollst du den Sack jetzt mir nicht in die Gesicht schmeißen? Nimm den mit. Nimm den mit. Bringst du jetzt nochmal Heu oder nicht? Ja, ich muss hier noch die Füllung für den. Für die Schwarzwälder Kirschtorte backen? Hm. Natürlich nicht! Die Füllung für die Schwarzwälder Kirschtorte. Soll ich lachen jetzt, oder wie? Kannst du von mir aus? Hau ab! Mit dem Essen spielt man nicht. Hat man kleinen Kindern schon erklärt. Du fegst nachher da draußen! Ich feg keinen Zentimeter also, da draußen. Dann lass es liegen. Ja, komm, mach jetzt dein Zeug weiter. Komm, mach dein Zeug einfach weiter. Hast du alles gut? Mach dein Zeug weiter, ist doch gut jetzt. Meine Herren. Hallo! Leg dich nicht mit einer Reiterin an!
Oh Gott, sie weiß, wie man mit einer Mistgabel umgeht. Und sie kennt Orte im Wald, da kommst du nicht mehr hinaus. Die hätte ich gern gesehen. Ja? Komm, wir können mal hinlaufen. Nicht hinlaufen. An Katrin. Die wohnt hier als zuerst dann mit ihren Pferden. Mit den zwei Schwarzen. Oh, keine Ahnung. Das ist echt Alzheimer. War ich denn hier, wo die da war? Nein, also. Was ich nicht weiß, kann ich nicht wissen. Das war die Bereitbeteiligung von dem einen Spanier. Und jetzt ist sie halt nicht mit an. Mit. So, jetzt erzähl lieber mal, was ich hier wieder mache. Ich bereite jetzt die Gulaschsoße vor. Fürs Abendessen für dich heute Abend. Da ist die Stuhl ja nicht gut aus. Meine Gulaschsoße ist schon fertig. Was mache ich hier? Ich tue Heustopfen für die Pferde. Ja, aber vielleicht viele Leute kennen sowas nicht. Also, wir sind Selbstversorger. Wir versorgen unser Pferd komplett alleine. Wir kriegen nur das Heu zugestellt. Also wir kaufen das Heu ein und müssen unsere Pferde selber füttern. Normalerweise können es doch die Pferde selber. Normalerweise, aber unsere Pferde neigen zu Dickheit und deswegen kriegen sie ihr Heu portioniert und dann machen wir das in die Säcke und dann kriegen sie dreimal am Tag eine Portion Heu und wir müssen die halt stopfen. Das ist die Mama nicht alles alleine machen muss. Sonst noch Fragen? Nee, die Fragen habe ich jetzt nicht mehr. Hauptsache die Zuschauer wissen jetzt, was du machst. Wenn nicht, dann einfach in die Kommentare die Frage reinmachen. Dann können wir sie euch nochmal beantworten. Gell, Möhnchen? Ja. So. Kriegst du dein Futter richten, ja? Kriegst du dein Futter richten? Ja, wenn du schon weißt, dann kannst du auch den Leuten hier drin erklären, oder? Oder bist du mundfaul heute? Ich richte jetzt, bereite schon das Futter für morgen früh vor. Ja, und was für Futter bitte? Alpengrünmüsli. Und wie viel davon? Miranda kriegt einen guten Becher und Möhnchen kriegt so 500, ein bisschen weniger. Aber manchmal kriegt sie auch viel mal Daumen. Und jetzt, was machst du jetzt wieder? Muss man die alles aus der Nase ziehen gerade? Ja, muss man. Jetzt träume ich die Longe und den Kapzaun wieder an ihren Platz, damit ich ans Mineralfutter komme. Und was ist das für Mineralfutter, bitteschön? Mineralfutter, das sind verschiedene Mineralien drin, die Pferde brauchen. Wie Magnesium, Vitamine und. Das, was du auch brauchst. Und damit bist du jetzt fertig und stellst du rein, oder wie? Genau, das stelle ich jetzt da rein, dann kann die Mama dann noch die Äpfelchen und die Karottchen reinschneiden. Für Miranda noch ihr Leinöl dazu machen, Wasser dazu geben.
Und dann ist fertig und kriegen sie das morgen früh. Aha, doch nicht fertig. Doch fertig? Weil ich ja die Leckerli-Tante bin hier im Stall. Bereite ich jetzt meine. Ja, dann kannst du mal davon eins probieren. Nee, das probiere ich nicht. Deswegen bereite ich jetzt meine Hosentasche vor. Und mache. So, jetzt aber fertig. Ja, jetzt habe ich meine Leckerli-Tasche vorbereitet. Jetzt können wir hier noch ein bisschen aufräumen. Toll. Kann das auch gar nicht trinken, wenn du nicht was machst. Das ist blöd. Ist sie gerade eben ein kleines bisschen nass geworden? Das geschieht ihr gerade recht. Hat sie das nicht verdient? Doch, hat sie verdient. So wie es aussieht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie es verdient hat. Gerade eben hat sie es schon verdient. Also, schauen wir mal, was noch so passiert. So, was gibt es jetzt hier? Ein Kuddelmuddel. Ja, ich sehe es. Gibt's hier. Oh Mann. Aber, meine Herren, was passiert jetzt? Wehe! Wehe! Ich hab... Hey, mach keine Scheiße, bitte! Mach mir keine... Ist süß. Ich mache Sauerei. Ja, ich sehe die Sauerei. Die machst du auch daheim. Ist ja gut. Was suchst denn du eigentlich? Meine Peitsche! Ja, ich kann dir die Peitsche, ich kann dir nicht versohlen, ja? Oh, ja, Gott im Himmel, Mann. Sehr gut jetzt, hast du jetzt alles? Hey, sie kommen hier! Hast du jetzt alles? Ja, die Peitsche steht da vorne. Gut. Dann können wir ja jetzt zum Pferd gehen. Ja, wir können zum Pferd gehen. So. Holst du Sitze? Ja, warum Missy eigentlich, bitteschön? Weil Missy mit auf den Platz darf. Oh Gott, ja gut. Dann sollen sie mit auf den Platz. Kriegst zwei Pferde aufeinander hin? Aufeinander kriege ich sie nicht hin, aber ich kriege sie beide geführt. Ja, das hätte ich gern gesehen jetzt, komm. Auf. Ja, Missy ist aber gerade weg. Ja, dann muss ich mit dem Pferd hinterher laufen. Missy! Ja, dann lauf mal. So, sie versucht jetzt zwei Pferde auf einmal mitzunehmen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Wir gucken jetzt einfach mal von hier zu. Sehen wir gerade nicht so viel, wie es aussieht. Weil der Baum im Weg ist, aber jetzt passen wir mal ganz kurz auf. Jetzt läuft sie vors Pferd, auch nicht schlecht, wie immer gut. Gucken wir jetzt mal, pass mal auf. Jetzt mal nach da laufen. Jetzt laufe ich mal ein Stück nach da. Ich muss das mal angucken, wie ich von hier raus gucken kann. Ha, da läuft sie ins Pferd. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Wenn wir hier gerade mal stehen. Mal gucken, ob sie beide hinkriegt. Wenn wir jetzt gleich mal sehen, was da passiert. Hast du denn bald mal? Brauchst gar nicht so gucken. So, wir laufen jetzt mal wieder nach da mit. Achtung, laufen wir mal da wieder mit. Wow, sie hat es auch mal geschafft.
Ja, endlich. Ja, dann fang an. Ich lasse die Pferde ein bisschen freilaufen. Dann können sie sich ein bisschen austoben. Zweit macht immer noch ein bisschen Spaß. Und ich denke nur, Missy! Nicht fressen! Was machst du eigentlich? Du sollst den Pferden mal helfen oder mal irgendwas machen. Aber die ist nur beschäftigt mit dem anderen Zeug. Ja, das hätte ich aber vorher machen können. Abartig. Wieder Katastrophe, wie im Zirkus passiert. Aha, das tut doch weh, verdammt. Guck, die andere hustet schon wegen dir. So, jetzt erzähl ich mal den Leuten hier drin, was alles passiert und was du tust und was du machst. Ich lasse sie jetzt erstmal warm laufen. Genau. Weil ein Sportler kann ja auch nicht von jetzt auf gleich 100% geben. Deswegen muss man ein Sportler, ein Fußballer, ein Tennisspieler macht sich ja auch warm. Und die Pferde sollen sich auch warm machen. Nur Madame Miss Nelda hier meint sie mit na, Missy! So, jetzt kannst du mir mal was anderes erklären. Warum liegt auf diesem Platz jedes Mal das ganze Zeug, wo andere benutzen, immer noch hier drauf? Kann man das nicht einfach wegräumen? Nein. Oder mal dein Schild hinmachen? Nein. Und warum nicht? Umso mehr Gerümpel rumliegt, umso besser muss man aufpassen und man richtig. So Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das wirklich so ist, was sie jetzt gerade erzählt hat oder nicht. Weil mich nervt es nämlich hier, was hier rumliegt, das ist ja unfassbar. Das ist ja fast wie bei kleinen Kindern daheim. Damit müssen die Pferde aufpassen, wohin sie tappen. Ja, das müssen sie, wenn sie dich haben, auf jeden Fall jetzt schon. Guck nicht so, sondern... Ey, du, wenn du so weitermachst, streike ich meinen Job. Dann gucken wir in den Film. Du hast aber die Pferde super unter Kontrolle, wie es aussieht. Das finde ich immer toll. So, und sie sollen noch was mit dem Pferd machen. Ja, und? Das heißt, die Pferde kriegen jetzt was zu essen und dann soll unsere Reitbeteiligung soll nachher noch was mit dem Pferd machen. Ja, natürlich. Ja, toll. Also. Pferde, die 24 Stunden Heu und Koppel kriegen, machen ja zwischendurch auch was. Ja, ja, die machen auch was, das merkt man. Ja, natürlich. Was ist da dran so schlimm? Ja, dann haben sie einen vollen Magen und dann können sie wieder nicht laufen und dann kotzen sie die eins ab. Pferde können nicht kotzen, das hat mir der Tierarzt erklärt. Und Pferde brauchen immer ein bisschen was zu fressen, weil sonst die Verdauung ins Stocken geratet. Pferde müssen immer ein bisschen was kauen und so. Ja, aber guck mal, wie viel die jetzt hier bekommen. Guck mal, das ist viel zu viel, finde ich jetzt. Schatz, ja, das ist nicht viel zu viel. Leute, klärt mal meinen Mann auf, wie es ist. Pferde sind keine Menschen. Pferde sind Pferde. Und klärt mal meinen Mann auf, wie das funktioniert mit der Verdauung und, ja? Weil wenn ich ihm das erkläre, erkläre ich es ihm ja sowieso falsch. So, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben oder lasst uns ein oder teilt das Video. Und was noch viel besser ist, abonniert diesen Kanal, wenn er euch gefallen hat.